So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt auf der Frankfurter U-Bahn Volume 2. Heute fahren wir diesmal die U9 von der Kehre Niedereschbach bis nach Ginnheim mit einem Wagenzug des Typs U5. Zunächst einmal müssen wir noch die Linie U2 vorbeilassen, der wir dann bis Bonnames Mitte hinterherfahren werden, beziehungsweise Karlbach. Beziehungsweise eher Bonner. Ja, Karlbach, genau, richtig. Starten wir den Typ U5 mal. Da ist er. Typ U5, 2 nach Südbahnhof. So. Ziel ist, müssen wir eingeben. Ziel 713 und 711. Genau, richtig. Ginnheim. Sehr gut. Das ist noch der Vorzug. Muss erstmal weg. Hier ist der Typ U5 von innen. Man kann hier auch durchschalten, die Sichten mit dem Pfeiltasten. Auch hier wieder sehr schön zu sehen, die Innenanzeige. Hier ist übrigens auch ein Gelenkteller mit drin. Ein halber Gelenkteller. Geht's. Die Linie U9 verkehrt meistens mit einem Wagenzug, entweder ein Typ U4 oder ein Typ U5. Ob ich das ein bisschen leiser machen kann. So. Da versteht man mich gar nicht. Aber das finde ich schön so an diesem Szenario gerade hier, was das bin's ja schon mal gefahren. Dass ja auch so, man auf Züge warten muss oder so, das andere vorlassen, das finde ich ganz schön. Ein bisschen Abwechslung halt. Für den Sound vom Typ U5 finde ich auch geil. Bonnames Mitte. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 27. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ihr kennt ja dieses ÖBB Wieselpack. Was ich ja Let's Play habe, da gibt es ja so einige Fehler drin, wie zum Beispiel der Scheibenwischer hört irgendwann auf zu wischen oder mit den Fenstern, die LZB-Version oder so, ein Manometer. Es gibt ja eine Sache, RW Austria hat ein Update an DTG geschickt, genauso gilt das für diese 1014. Ja, und DTG hat es ja immer noch nicht fertiggebracht, das Update zu veröffentlichen, finde ich ehrlich gesagt eine richtige Sauerei. Dann als Antwort zu geben, ja, wir müssen es testen erst und so eine Sache. Ja, die testen da gar nichts. Es ist einfach wirklich so, so wie ich mir denke und alle anderen auch, dass sie es einfach nicht abhaben können, dass jemand es besser kann als sie. Finde ich eine Frechheit. Da zahlt man 20 Euro und DTG meint, ja, wir haben ja das Geld. Auf Wiedersehen. Tschüss.
finde ich echt eine Frechheit. Und ich hoffe, dass das Update demnächst kommt. Für die 10.14 liegt es angeblich schon 2 Monate dort. Finde ich echt eine bodenlose Frechheit. Aber gut, das ist DTG, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wollte ich mal erwähnen. Dass ich das mit den Haartafeln hier in der U-Bahn nicht so gut hinkriege, das sollte jedem bereits klar sein, weil das Bremsen des Zuges ist immer so eine Sache hier. Die Empfindlichkeit des Hebels halt, ne? Schön, so ein Wagenzug. Wie schön. Weiter geht's. Nächste Station, Karlbach. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U9. Zur Weiterfahrt in Richtung Südbahnhof mit der Linie U2 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 28 und 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Typo 5 fahre ich auch sehr gerne. U2, du bist nicht der Eschbach. Busläufer. Jetzt habe ich es hingekriegt. Na schön, die weiße Matrix. Also ich kann da nichts zu sagen, das Add-on ist einfach wirklich sagenhaft geil. Macht auch richtig Spaß zu fahren. Nächste Station, Rindberg. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt fangen wir ab. Zack. Dann aus geht's Richtung Heddernheim. Südbahnhof. Das einzige U-Bahn-Typ, wo man das Rollo runter machen kann hier. Typo 4 auf der U9 nach Niedereschbach. Sehr positiv hier die Rasengleise. Hier die Kehranlage der Linie U8 vom Südbahnhof. Thank you.
Nächste Station, Unicampus Rindberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Typo 4 dabei. Das sieht auch cool aus. Schön gewischt. U9 ist, finde ich, auch eine sehr angenehme Linie. Das ist so eine Linie eigentlich so mal für zwischendurch mal zu fahren, ohne jeglichen Stress. Sehr angenehmes Fahren, ein Wagenzug. Schöne Linie. Auch schöne Landschaft, Umgebung. Schöne Abschnitte. Nächste Station, Niederursel. Umsteigemöglichkeit zur Linie U3 in Richtung Oberursel-Hohermar vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vor uns ein Zug der U3. Den mussten wir hier vorbeilassen. Und wir kreuzen hier auch die U3. Das finde ich auch so schön, dass man hier anhält, andere Züge vorbeilässt, wie zum Beispiel hier in Niederursel. Ist cool. Ist echt cool gemacht. Weiter geht's. Nächste Station,
Wiesenau. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U9. Zur Weiterfahrt in Richtung Südbahnhof mit den Linien U3 oder U8 bitte hier umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schöne Station hier mitten im Grün. Jetzt zeigen wir Richtung Genheim ab. Nächste Station. Heddenheimer Landstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie U1 in Richtung Südbahnhof vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schön noch die alten Fahrkartenautomaten hier, die auch dann auch funktionierten. Ne? Oh, Licht an. Weiter geht's. Ja, die U9 wurde eigentlich ins Leben gerufen, um Riedberg mit Niedereschbach und Genheim zu verknüpfen, um bessere Anbindungspunkte an die U2 und dementsprechend die U1 und die Straßenbahnlinie 16 zu geben. Nächste Station, Nordwestzentrum. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 29, 60 und 72 sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Den Netzplan kann man hier sogar fast lesen. Ist ja echt fast scharf. Westzentrum. Großes Einkaufszentrum hier. Kann man auch gut einkaufen. War ich auch schon mal gewesen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Römerstadt.
Nächste Station, Niederpark. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kernlage ist hier. Verstanden. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Das ist der Fernsehturm. So. Ja, wir sind ja auch gleich am Endpunkt. Da könnt ihr euch dann auch schon mal aussuchen, welche Linie ich als nächstes denn bereisen soll. Ich habe auch schon gelesen, die U6. Ich denke mal, wahrscheinlich mit dem Typ U3. Station Ginheim. Fahrtende bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 39 und 64. Ja, wir sind in Ginheim. Hier endet das Let's Play zur U-Bahn Frankfurt 2 Linie U9. Ich hoffe, das kurze Let's Play hat euch trotzdem Spaß gemacht, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter. Und so weiter. Ich wünsche euch noch was. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Da ist der sehr gut modellierte S-Wagen hier als KI. Für ein KI-Modell echt gut. Kannst mal anschauen. Bitte nicht einsteigen, steht da jetzt. Ja gut. Echt geil gemacht. Auch von innen hier, ne? Richtig geil. Super. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen.